Und damit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Part von dem wunderschönen The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir hier die Majora's Mask Maske gefunden, mit der laufen wir jetzt auch rum. Und jetzt holen wir uns ein paar Krohoks. Und ja, wisst ihr Bescheid. Wir holen uns heute 15 Crocs, also die hier markiert sind. Dann haben wir nämlich hier rund um Hateno so ziemlich alles, außer die paar hier. Die holen wir aber noch irgendwann. Und dann müssen wir hier bei Ranel, also das ist das ganze Schneegebiet, das machen wir bald mal. Also wisst ihr Bescheid. Wisst ihr Bescheid? Nee, stopp. Kann ich das... Kann das wegheben auch? Okay, das ist mal neu. Das konnte ich bei den anderen Crocs nie. Okay, sehr gut. Schauen wir mal. Ich habe auch 20 Crocs, ich hätte eigentlich einlösen können. Und ich... Schaut mal, ich habe wieder Pfeile. Wollte ich auch nochmal gesagt haben. Und hier ist es jetzt... Oder das ist ein ziemlich kreativer Croc, by the way. Oh, wer ist denn jetzt? Wer bist du denn? Spasti! Na? Dann halt die Fresse, dann halt die Fresse, dann ignoriere ich dich. Hier müssen wir nämlich einfach die ganzen Ziele hier treffen. Treffe ich es von hier? Nee, Lel wusste. Stirbst du jetzt, du? Der Typ geht mir so auf die Eier. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Der hört halt auch einfach nicht auf. Warte, ich entferne euch zwei gleich mal. Oh, und der ist aber auch jetzt auch weg. Geil. Nice. Ich hoffe halt, wir haben dann alles, wenn wir hier mit dem Rumlaufen fertig sind. Sollte aber. Wenn wir das jetzt abgeschossen haben, sollten wir es geschafft haben. Ja, okay. Haben wir auch. Sehr gut, Croc. Puh. Gut. Ja, danke. Bye. Warte mal. Muss mal kurz schauen. Was ist hier? Hier ist nichts mehr. Okay. Jetzt laufen wir. Wäre, glaube ich, am klügeren. Eine Runde. Nee, nicht mal. Für ein Croc müssen wir noch was. Machen wir noch was anderes. Okay, dann ist es anders klüger. Ich muss gleich niesen. Sorry. Ein Croc ist hier. Drüben. Da ist einfach was, wo. Hier ein Stein. Ach so. Das ist eine Truhe. Ich bin dumm. Aber wo ist der Stein denn? Oh, verpiss dich. Ach, das ist ja noch gar nicht. Das ist ein Strand weiter. Okay, na dann. Lol. Dreck. Erstmal richtig hart vertan. Da müssen wir hier rüberschwimmen. Und halt hoffen, damit wir das schaffen. Lol. Das wird jetzt knapp, aber das sollten wir schaffen. Na. Ah. Oh Gott. Ich muss das schaffen. Ich schaffe das auch, aber es wird eins bisschen knapp. Oh Gott. Ja, gut. Und das, du bist jetzt der Croc, oder? Ja, du bist der Croc. Sehr gut. Wie viel haben wir jetzt schon gefunden? Drei in dem Part? Ja. Jetzt müssen wir hier hoch. Fliegen oder was auch immer halt. Und das geht sich auch gleich aus. Das ist sehr gut.
Und hier jetzt noch einen Krog holen. Nicht runter. Nein. Gott. Wartet mal. Alter, ich schau mal, wie lange wir für die ganzen Krogs brauchen. Bei der Zeit sieht es danach aus, wie wenn das gar nicht so lange ist. Oh, und da steckt der Pfeil noch drin. Das ist aber sonst nicht so, oder? Ich hole mir den Pfeil, by the way, jetzt auch. Spaß. Jetzt müssen wir hier hin. Wir gehen jetzt, by the way, hier hin. Dann gehen wir hier nach vorne, dann gehen wir hier runter. Dann porten wir uns hier hoch und holen uns noch die restlichen hier. Also, wisst ihr Bescheid. Das heißt, wir müssen in die Richtung, ich glaube, oder? Nee, was? Noch mehr? Ja, wirklich in die Richtung. Und das hier ist eins tolle Steigung, weil ihr könnt da einfach hochlaufen. Können die einfach hochlaufen, ohne damit wir irgendwas befürchten müssen. Geht sich alles locker aus. Außer damit mir eine Wimpe ins Auge geflogen ist. Das ist toll. Jetzt muss ich nur schnell schauen, was das für ein Krog ist. Und jetzt sind wir in Hatino. Okay. Okay, ich weiß, was der eine Krog jetzt mal ist. Und by the way, wenn ihr mich erinnern wollt oder so, ich weiß, dass da drüben noch eine große Sidequest auf mich wartet. Die kommt noch. Wir machen nämlich, das verspreche ich euch, wir machen alle hier unten rechts 83 Sidequests. Definitiv. Auf die habe ich nämlich sogar, wenn ich ehrlich bin, am meisten Lust. Auch wenn die nicht zu den 100% zählen, aber ich will euch so gut wie alles zeigen. Ja. Ist halt so. Jetzt muss ich nur noch hier hoch. Puh. Alter. Ist ja doch ganz schön hoch. Oh Gott. Komm. Schon. Wenn ich jetzt weitergesprungen wäre, wäre sich das nicht mehr ausgegangen. Lol. So, das ist was für ein... du bist die Blume, oder? Ja. Du bimst die Blume, okay? Wo denn? Okay, hier oben. Ja, und wo ist dann hier das Ende? Hallo. Wie weit gehst du denn noch? Willst du mich zur Spitze führen? Ja, willst du. Dauert ganz schön lange. Komm schon. Ja, jetzt gleich haben wir's. Ich nur zur Spitze, oder? Ja, sehr gut. Okay. Dich haben wir. Und jetzt geht's Richtung hier circa. Was? Nee, hier. Weiter runter, ja, hier irgendwo. Hier einfach Richtung. Strand. Oder Küste. Geil. Die Frage ist, was war das wieder für ein Krog? Okay, das warst du. Oh Gott, das warst du. Oh Gott. Obwohl, das wird wohl gar nicht mal so schwer. Wenn ihr Hysos nicht hier wärt jetzt. Pisst euch. First try. Nein? Nicht getroffen. Jungs, verpisst du dich. Ist der andere auch tot? Wieso habe ich jetzt gerade nicht getroffen? Das Ding ist da doch perfekt drüber. Das verstehe ich jetzt gerade nicht.
Wollt ihr mir ernsthaft sagen, damit das macht ein bisschen mehr Abstand? Ach, war das halt mal so. Nee, warte, dann geht sich das aber so wieder nicht aus. Oh Gott. Komm. Ach, das wird sich schon ausgehen. Wie viele Steine haben wir denn noch? Okay, genug. Aber die Frage ist, ob wir jetzt so viel Zeit haben. Hahaha. Okay, jetzt bist du sogar hier stehen geblieben. Das ist toll. Deine Mutter. Dann laufe ich halt mit dir da rein, wenn du das willst. ETF. Die Frage ist auch, was ist... Das da vorne. Oder ist das hier? Hier war ich noch gar nicht. Hier ist aber auch kein Krok oder so. Nice. Wir müssen jetzt hier Richtung runterlaufen einfach, oder? Ja. Einfach der Küste entlang. Ja, einfach die Küste entlang. Wir müssen aber jetzt echt mal schauen, wie es so aussieht mit der Zeit. Weil ich kann mir unschwer... Ich kann unschwer glauben, damit ich hier die 15 Crocs, die ich markiert habe, die sind halt ziemlich weit auseinander, damit ich die alle holen kann. In der Zeit, aber ich hole die. Ja, weil ich die Maske schneller finde dieses Mal. Weil ich sowieso gleich von Anfang an nachgeschaut habe, wo das Ding ist, weil mich das abgefuckt hat. Okay, hier ist einfach nur so ein Kreis. Meine Nase läuft. Wissen die? Okay, da unten ist der Stein. Und easy. Nimm ihn. Nimm ihn. Oh, schade, dass ich nicht, dass das nicht so... Wo? Stein. Was? RIP. Hä? Stein? What the fuck? Okay. Okay, das ist jetzt ein Krok, den ich offscreen holen werde. Ist der jetzt gerade... Bin ich dumm oder ist der Stein ist nicht mehr da? Okay. Dann geht's weiter zu dem letzten Ding. Also das bist du hier. Da muss ich jetzt nämlich hier hochklettern. Aus Prinzip. Wirklich aus Prinzip da hoch. Weil sich das dann besser ausgeht. Skill. Ja, gut. Jetzt ist er nur hier noch rüber, um ein bisschen Gras zu stören. Und eine Ausdauerschrecke finden. Okay, hier können wir jetzt ganz easy locker hier runterspringen und fliegen zu den Bäumen darüber. Und ja, sind Bäume, die wir schon mal versucht haben. Das waren die ersten Bäume, die wir versucht haben und verkackt haben. Ich habe auch geschaut... Der Baum ist jetzt circa in der Phase, wo wir den mal hat, den anderen mal hat oder die anderen mal hatten. Das heißt, dies ist so wieder so halbwegs alles da, aber es dauert halt noch, bis ich ihn holen kann. Speichern. Ja. Warte mal. Hier oben, das bist genau du. Das heißt, ich muss euch zweimal runterholen. Runterholen XD. Okay, gut. Krok easy. Get wrecked. Danke. Apfel. Und Pfeil, aber okay, dann halt nicht Pfeil.
Und jetzt teleportieren wir uns zum Hateno-Institut. Und ich habe, by the way, auch nachgeschaut. Wir haben in Hateno, hier sind gar nicht so viele Crocs. Hier sind, glaube ich, 4 Crocs zu holen. Und halt der eine hier hinten noch, den ich vorhin geholt habe. Wir haben in Hateno alle Crocs. Oh Gott, das steht uns noch bevor. Oh mein Gott. Ich will nicht. Wir fliegen hier jetzt einfach ganz nach vorne. Dann laufen wir zurück. Müssen wir noch hier rüber, also links, neben der Spitze hier jetzt vorne. Und dann war es das auch schon. Das dauert jetzt doch 5, 6, 7 Minuten, dann haben wir es. Hoffentlich. Hoffentlich. Sollt was haben. Ich fliege jetzt hier bis nach vorne und dann schlage ich einfach mit dem Schwert mega runter und springe runter. Und dann rette ich mich noch irgendwie, weil ich cool bin. Easy! Und das auf einen Millimeter genau berechnet. Ich sag mal nichts dazu, außer Profi. Ich habe mir eigentlich geschworen damit, wenn ich will, oder wenn ich 100% hole, will ich sofort am Tendo erreichen, aber es wird schwer. Weil ich halt so eine lange Pause gemacht habe, in der er die ganzen Crocs eigentlich geholt hat. Beziehungsweise ist der Typ halt sowieso. Jetzt war ein kleiner Real Talk über Dom Tendo, hat er die Crocs eigentlich blind gesucht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Was? Okay. Okay. Erklärt vieles. Das erklärt jetzt vieles. Er hat sie, glaube ich, nicht blind gesucht, aber er hat jetzt fast alle, oder? Er sollte alle haben. Aber er hat noch nicht alle 120 Schreine. Ich schätze mal, er kommt auf 250 Parts bei ihm. Und ich werde halt nicht auf so viele Parts kommen, das verspreche ich euch. Ganz sicher auch noch. Wieso denn auch? Ich brauche doch niemals zu lange. Never ever. Brauche ich so lange. Und hier brauche ich einfach eine Palmfrucht, die ich auch hier habe. Und die legen wir einfach da rein. Oh Gott, ich konnte sogar treffen. Alter, nice. Alla. By the way, ich hole jeden Part eine Maske, weil ich das dann in die Titel schreiben kann. Wie ich mir gerade vorhin so gedacht, das ist eigentlich voll klug, jeden Part eine Maske. Kann ich das Ding jedes Mal in den Titel schreiben. Weil ich muss ehrlich gestehen, wenn ich die Crocs suche, da habe ich keinen richtigen Part-Titel immer. Deswegen muss halt irgendwie was Spannendes passieren, damit ich das in den Titel schreiben kann. Und ja. Alter, was machst du denn hier, Spast? Kannst du bitte... Machen wir das denn jetzt? Laufen. Vorne sind es. Ach so, hier ist das hier, das hier, das. Okay, ich weiß schon. Ey, weiß schon wieder. Jungs. Ich weiß es. Das heißt, wir holen jetzt erstmal den Croc da vorne. Lauf, mein junger Freund. Keine Ahnung, wie alt Link ist. Fragt mich nicht. Ah, okay, das ist das hier. Das ist einfach. Obwohl, hier brauche ich ja schon 3 Steine. Gar nicht bemerkt, aber trotzdem easy. Erster Stein, zweiter Stein und dritter Stein wird natürlich auch in der Richtung sein, in der er fehlt. Also im Meer? Oder was? Hey. What?
Oh ne, da hinten. Sehr gut. Nächster Stein. Oder letzter Stein, wie man es halt jetzt nimmt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 30 Krogsamen. Geil. Sehr gut. Oh, warte, dich kann ich entfernen. Jetzt ist hier oben noch eins Blume. Und hier drüben ist J. Verde, oder? Hat hier nur Insel. Okay, lol. Ja, J. Verde ist da. Wo bist du denn jetzt? Okay, da oben ist die Blume. Blumilein. Was machst du nur? Wieso läufst du weg von mir? Wieso läuft jeder weg von mir? Was? Okay, hier bist du. Eins noch, oder? Ja, da oben haben wir es dann. Okay, zwei Crocs noch. Und ich hab nicht gelogen mit meinen 6-7 Minuten. Ich hab nicht gelogen. Das ist nice. Aber wir laufen jetzt erstmal hier hoch, denn dann müssen wir noch hier runterspringen. Da ist nämlich auch einer. Und ja, dann haben wir's. Ich habe ja mir vorhin als Ziel immer 25 Crocs gesetzt, aber das war erstens viel zu hoch. Weil die halt jetzt überhaupt jetzt so auseinander gehen. Ich setze mir jetzt als Ziel einfach 15 Crocs. Da brauche ich halt auch nicht so ultra lange, wenn ich 15 jeden Part hole. Wo sind die anderen? Okay, hier. Alter, alles im First Try getroffen. Easy. Danke. Okay, thanks, bye. Ich lösche ich jetzt einfach alle gleich. Haha. So, aber noch schauen. Okay, hier bist du. Sehr gut. Puh. Dann haben wir dich auch noch. Und jetzt geht's ab nach... Wo haben wir das jetzt markiert? Wo ist das? Okay, hier wieder. Hier wieder zu den Stallruinen. Und ja, teleportieren wir uns einfach hin, lol. So. Müssen wir nicht hier rüber. Wir müssen einfach in die Richtung laufen. Da sind sie aber noch nicht, oder? Nee, wir müssen den Weg entlang laufen. Oh, die ganzen Gegner hier. Oh mein Gott. Alle weg. Ich will euch nicht. Habe ich nicht hier auch den Wischmob gefunden? Wisst ihr noch, als die Gegner stark waren? Wir haben 33% bald. Nice. Wisst ihr noch, als die Gegner stark waren? Ach ja. Bin ich, glaube ich, sogar ein paar Mal Game Over gegangen. Und jetzt bist du ein Hüso. Hallo? Hallo? Gott. Heilen. Schaut mal, wie viele tolle Dinge ich habe. Ich habe mir auch, glaube ich, was gekocht. War das vom letzten Part in den Part hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, damit ich wieder was essen muss. Du Hurensohn. Was zur Hölle? Was auch immer du schon wieder wolltest, aber ja, verpiss dich. Ja, toll. Ja, toll, hi. Ja, toll, hi. Auch fast keine Energie mehr. Oder Ausdauer oder keine Ahnung, ja, YOLO. Jetzt wäre ich hier nach hinten und das tolle Buch lesen, weil wir das natürlich wollen und toll sind und ja. Zur ersten Seite, es ist fair versteckt, weil... Die uralte Maske ist da, wo sich die Soldaten sammelten. Ja. Die grüne Gewandung, naja. Es ist ein Teil ist in der Ruine, an der eins der Handel blühte. Teil ist in der Ruine, in der Vergehen bestraft wurde. Teil ist in der Ruine. Weiterblättern. Die Krone der Prinzessin der Schatten findet bei einer Tempelruine am Regentia-Fluss. Ja, okay, das wollten wir wissen.
Regentia-Fluss. Ich habe das auch schon markiert, by the way. Ist das der Regentia-Fluss? Ja. Hier müssen wir nämlich hin. Da gehen wir von hier aus hin. So, wir müssen jetzt in welche Richtung? Sogar in die richtige, habe ich geschaut. Nee, was? Doch. Aber nur noch viel, viel weiter. Und wer, was soll, wo bin ich denn hier? Ah, okay. Lol, du wirst mir auch angezeigt, Wächter. Oh Gott. Okay, hat mich nicht mehr im Visier. Das ist gut. Das ist gut, 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 gut. Schauen wir mal weiter. Ich werde das gleich finden. Ich will ja hier gar nicht hin. Muss das Ding umlaufen. Ich muss das Ding hier umlaufen. So. Wie weit denn noch? Okay. Hier ist in die Richtung. Ja, ich sehe sie ja auch auf der Karte. Ich spast. Ich bin so dumm. Wir sind auch erst bei 30 Minuten. Das wird jetzt ein Part, der perfekte Länge hat. Ich sag's euch jetzt schon mal. Die Frage ist, oh Gott, ich weiß aber nicht mehr genau, wo du Ding bist. Also damit du hier irgendwo bist. Oh shit. Aber lauf erstmal hier ein bisschen rum. Vielleicht findet man sich das ja von selbst. Spast. Was machst du? Erstmal voll den Headshot geben. Nein! Verpiss dich. Weg. Erst nochmal. Ja. Sehr gut. Und jetzt hauen wir mit irgendwas drauf. Beziehungsweise mit so einem starken Schwert, das wäre auch toll. Gleich bist du tot. Tot. Okay, sehr gut. Was ist das? Ein Königsbogen? Das ist sehr gut. Und Elektropfeile sogar gar nicht wenige. Okay, hier ist eine Truhe. Ist sie das? Ist sie das? Sieht sogar danach aus. Das ist sie. Und hier haben wir Midnas Krone. Antike Abwehr. Okay, gibt sogar Antike Abwehr. Geil. Nice. Die Krone der Schatten auch abgeschlossen. So. Geil. So viel ist es jetzt gar nicht mehr. Ja, ja, lol, XD. Nee, ich würde sagen, das sieht ziemlich toll aus. Warte mal. Erstmal umziehen eins bisschen. Nee, oder ziehen wir uns. Gleich dann mal für einen Screenshot vorbereiten. Ja, das ist jetzt, by the way, die Wahrheit. Ich mach dann gleich ein. Schattenhose, hey. Wo sind die Schattenhose? Ah, hier. Okay. Bye. Ich würde jetzt sagen, das war's mit diesem Part hier. Wir werden im nächsten Part natürlich weitermachen. Wir werden wieder 15 Crocs wahrscheinlich suchen. Und dann halt, wisst ihr Bescheid, was noch... Oh Gott, will ich doch gar nicht. Weiß ich nicht, was wir noch alles machen. Wir holen als nächstes, keine Ahnung, was für ein Gewand. Oder was für eine Maske. Vielleicht die... Wir holen, glaube ich, die Croc-Maske, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Part. Lasst gerne ein Like da und haut rein. Bis irgendwann. Tschüss, hab ich lieb. Mua.